Für unsere Aktion zum bundesweiten Vorlesetag, gefördert von der Zeit, der Stiftung Lesen und der Deutschen Bahnstiftung, befinden wir uns heute im Berliner Jugendhack Lab, hier bei Mediale Pfade in Berlin-Kreuzberg. Ihr hört gleich einen Auszug aus einer künstlerischen Repräsentation eines Gespräches zwischen der Erfinderin, gespielt von Annika, und der KI Myra, gespielt von Katja. Die Forschungsfrage: Kann eine KI literarische Arbeit ersetzen? Die Situation. Machine Learning und künstliche Intelligenz sind gekommen, um zu bleiben. Der gegenwärtige technische Fortschritt wäre ohne sie nicht denkbar. Gleichzeitig aber sind die Themen emotional vorbelastet. Sicherlich hat die inzwischen sehr umfangreiche Science-Fiction-Geschichte über nichtmenschliche Denker da ihren Eindruck hinterlassen. Und wer die ersten ernsten Gehversuche der KIs in der Industrie miterlebt hat, hat manch schaurige Story zu erzählen, die mancher Zuhörerin doch nur das nahezulegen scheint, was alle eh schon lange wussten, dass das alles eine ganz, ganz schlechte Idee ist. Wer die ersten Schritte nun weder mitverfolgt hat, noch nachvollziehen kann, bangt mitunter, ob der schwer greifbaren Prozesse, die mehr und mehr der verborgenen Logik irgendwelcher ultraschlauen Computer folgen. Manche haben Angst. Davor, dass die Maschinen sich am Ende doch unaufhaltsam gegen die Menschen auflehnen? Fürs Erste wächst das Unbehagen darüber, dass künstliche Intelligenz manch eine Arbeit verrichtet, an der man eventuell lieber einen Menschen sehe. Und dies nun ist hier aufgegriffen. Viel Freude nun mit Annika und Katja und die Geschichte mit Myra.